Der Herr ist dein guter Hirte. Wir kommen jetzt gleich zu meinen Ziegen. Die haben mich natürlich schon gehört. Ich habe gehofft, dass ich sie zu mir rennen habe und aufnehmen kann. Aber das ist nicht möglich, wenn sie meine Stimme schon hören. Da stehen sie. Eine 3, seht ihr sie? Da, 1, 2, 3. Ich habe ein Paradies für diese Ziegen gekriegt. Mit Tannenbaumbewuchs, mit Obstbaumbewuchs, mit großer Weide, mit Unterstand. Auch darauf kommen wir gleich nochmal. Der Herr ist dein Hirte. Das ist für beide ganz, ganz wichtig. Der Hirte weiß, welche Tiere zu ihm gehören. Ich glaube, man könnte meine 3 Ziegen unter 100 Ziegen tun. Ich wüsste ganz genau, welche meine sind. Schon allein wegen den Charakterzügen wüsste ich es. Ja? Hier, Effi, die mit den Hörnern. Das ist die vollmäkelige. Ich weiß nicht, ob mir das Kleid schmeckt. Fühl ich morgen. Butan ist einfach so bildhübsch. Die drauf. Es gibt keine Herde, wo Butan nicht aufhält. Und Lola ist meine kleine Kampfmaschine. Lola würde mit jedem anfangen zu kämpfen. Dazu hat Lola immer diese Euter-Variante, an der ich sie auch sehe. Sie hat, ja, wie auch immer, ich erkenne meine Tiere. Und das Schöne ist, wenn ich meine Ziegen unter 100 anderen Ziegen hätte, sie würden mich erkennen. Wenn ich rufe, Mädels, 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 würden meine 3 mir folgen. Somit, weißt du, wie dich Jesus ruft? Hörst du's? Der Herr ist dein Hirte. Folge ihm.